klar, nur jetzt für mich persönlich. El documento. Es gab richtige Hungersnöte. Und der italienische Staat hat dann diese Täler extrem unterstützt mit Steuervergünstigungen, um die einfach wieder auf einen Weg zu bringen. Und in diesen Tälern sind dann Industrien entstanden, Gerbereien etc. pp. Und mittlerweile sind die wahnsinnig reich. Kein wirklich schöner Ort. Die Natur, die da herum ist, drumherum ist, ist großartig. Man kann da auch natürlich richtig in die Berge gehen. Da kann man also genauso Bergwandern oder Bergsteigen, wie wir das jetzt in Berchtesgaden gemacht haben. Aber es ist kein lauschiger Ort, irgendwie weit ab von der Zivilisation, sondern es ist ein kleines Städtchen mit ungefähr 20.000 Einwohnern. Und dieses alte Haus steht mittendrin, eingebunden in den Ort, aus dem man eigentlich rausgehen muss, um eben in die Berge zu kommen. Eine Ecke, die, und das wäre dann unser Alpführer, sozusagen unser Sender oben, der ist Naturschützer ohne Ende. Mhm. Und ich glaube, da gibt es was zu entdecken, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und ich kann aber nicht sagen, auf welcher Höhe das ist. Wie ist das Tal? Das ist quasi genau die, das ist wirklich das Tal, das Europa von Afrika trennt. Weil sie, also, ja, es ist kein Witz. In Kärnten läuft die Grenze, sonst hättest du, also tschüss, hättest du dir denken können. Ist Alpen nur in den Alpen? Nein. Oder kann das auch, weil es gibt ja zum Beispiel in der Slowakei, wenn ja, hat. Und du hattest dort reingeschaut und sie hat die Seiten so angepinselt und es sah aus, als hättest du ja ein Stückchen Berg vor dir en Miniatur und das hatte eine unglaubliche plastische Wirkung, war eine wahnsinnig schöne Arbeit. Thank you.